Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light, The Necessio Appearance. Und wir sind tatsächlich schon mal bis Sektor 5 gekommen, haben momentan Level 2 Schild, das ist noch viel, viel, viel zu wenig. Wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen mehr Scrap bekommen. Die Frage ist jetzt, wo wollen wir hin? Zivilsektor oder Felsensektor? Ich würde sagen, wir versuchen es mal im Rock Control Sektor. Vielleicht finden wir hier irgendwas Cooles. Mal schauen. Wir haben im letzten Teil ein Drone-System gekauft, mit dem wir ein bisschen was anfangen können, denke ich. Die Frage ist, wollen wir hier ins Asteroidenfeld? Da ist ein Distress-Beacon. Den gucken wir uns mal zuerst an. Vielleicht können wir hier was reißen. Okay, also es ist ein Schiff mit ganz, 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 ganz vielen Lasern. Er hat keine Medbay. Deswegen powern wir direkt mal unseren Healing Burst. Die schießen zweimal, der schießt dreimal. Da sollten wir natürlich gucken, dass wir da ausweichen können. Dann powern wir auch noch unsere Cloak. Und teleportiere dich doch mal direkt hier oben rein. Und den Healing Burst schießen wir direkt hier hin, sobald das irgendwie geht. So, einmal Cloaking bitte. Okay, und unsere Leute sind wieder geheilt. Und ich meine, wir müssten es jetzt eigentlich geschafft haben. Na komm, schneller, schneller, schneller. Na, der wird nochmal treffen, oder? Okay, immerhin. 67 Scrap, das war sehr wichtig. Und wir haben noch Raketen gekriegt, was auch cool ist. Also ihr seht momentan, die Sache mit dem Boarden funktioniert eigentlich sehr gut. Unser Problem ist natürlich, wenn jetzt jemand eine Defense Drone und eine Medbay hat, dann haben wir also faktisch kaum eine Chance, da durchzukommen. Hier sind noch eine ganze Menge Distress Signals. Ich würde sagen, 1, 2. Dann mit dem Asteroidenfeld weiß ich noch nicht so genau. Ich würde mir gerne noch das Distress Beacon da unten angucken. Ich muss dann halt einmal zurückfliegen. Die Frage ist nochmal gerade, was wollen wir im Store genau kaufen? Vielleicht noch ein Crewmitglied, noch so ein Mantis. Was ist das da? Auch ein Asteroidenfeld. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Schilde. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schilde. Wir brauchen ein drittes Level Schild. Also gucken wir uns mal die Distress-Geschichte an. Okay, wir gucken. Und hier können wir wieder das Ding, den Stasis Chamber holen. Das wollen wir aber nicht, sondern wir holen uns ein bisschen Scrap. Wir kriegen Firebeam. Und wir können die Schilde upgraden. Und dann gehen wir doch mal hier oben im Asteroidenfeld auf die Suche. Ach, ich habe vergessen. Ich wollte ja noch meine anderen Systeme umpowern. Okay, er hat keine Medbay. Er hat dafür eine Rakete. Der schießt zweimal. Wir machen mal ganz kurz den Sauerstoff aus. Powern die Schilde hoch. Das hier wird jetzt gar keine so einfache Sache, denn er hat hier zwei Felsentypen. Okay, einmal tarnen bitte. Komm, schnell, schnell, schnell. Und unsere Leute sind geheilt. Okay, wir machen mal, wir lassen den Antrieb mal um, den Healing Burst brauchen wir aber nicht mehr. Autsch, au. Ich bin so ein Depp. Ich habe doch mein Drohnensystem. Jesus, ja, das war verdient, oh man. Komm, jetzt mach den doofen Typen da kalt. Und du reparierst das Ding mal schnell. Ich werde sie nicht mehr treffen. Ja, ist schon durch. Nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Viel zu viel Schaden genommen. Total dumm angestellt. Okay, wir kriegen noch einen Heavy Iron, von dem ich nichts habe. Das war gar nicht gut. Reparieren wir mal sofort die Schilde, bitte. Du gehst mir mal sofort doch in die Medbay. Und
tarn dich mal ganz kurz, einfach nur damit wir ein bisschen mehr Evade vor den anderen Asteroiden haben. Wir können jetzt noch so eine System Repair Drone hochholen, aber brauchen wir glaube ich nicht. So. Ich bin so ein Blödmann. Ich hätte doch einfach die System, die Defense Drone hochpowern können. Oh Mann. Es waren auch wieder die Raketen, die hier für die schwere Beschädigung gesorgt haben. Das war schade. Und unsere System-Reparaturdrohne hätte man ansonsten auch hier benutzen können, ne? Ja, ja, okay, gut. Aber, naja. Basiert. Will ich hier oben hin? Eigentlich ja, weil hier könnte man ein paar Punkte mal abklappern und dann mal da gucken, was es da so gibt. Ich muss natürlich noch irgendwie mein Schiffsystem upgraden. Ich brauche noch mehr Energie, aber es müsste auch so klappen. Keine Medbay, fette Raketenwerfer. Cloak brauchen wir nicht. Defense Drone bitte anmachen. Schilde. Weiß ich gar nicht genau, ob wir die so dringend brauchen. Lass mal den Evade oben, hol mir den Healing Burst. So, und jetzt teleportierst du mir die Jungs mal hier rüber. Und dann gibst du denen den Healing Burst, sobald die fertig sind. Okay. Gut. Wir gehen auf Nummer sicher. Ja, läuft ganz gut. Haben auch ordentlich Scrap dabei. Und wir können unser Schiff upgraden. Was wir dringend müssen. Achso, was haben wir denn jetzt an Equipment? Heavy Iron Fire Beam. Ja, aber das ist eigentlich nicht das Zeug, mit dem wir hier rumrennen wollen. Der Fire Beam ist halt ganz cool, aber ich hätte lieber noch gerne so einen Mantis und einen Rock-Typ oder sowas. Eins, zwei, drei, vier. Ja, doch, das könnten wir machen. Wir haben auch noch genug Sprit, wir haben noch genug Raketen. Ja. Lukas muss ich heilen. Lukas ist ganz gut. Mit dem Evade-Wert. Ich habe durch Lukas 42% Evade, okay. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Energie. Mehr Drone Power brauchen wir nicht. Mehr Waffen Power brauchen wir auch nicht. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie wir nachher den Endboss platt machen. Ja, gib mir erstmal einen Punkt Power. So, jetzt schauen wir mal gerade. Jetzt sind die Schilde oben und ich kann auch die Medbay dazu nehmen. Ich habe eine Defense Drone online und ein Waffensystem. Ja, so muss es ja eigentlich laufen. Okay. Auf geht's. Der hat jetzt wiederum eine Medbay. Dann gib mir mal die Breach. Er hat keine Raketen. Den Teleporter machen wir mal aus. Wir warten mal einfach ein bisschen. Okay. Die Breach geht hier rein. Hör mal ein kurzes Sauerstoffsystem aus. Pau die Breach mal runter und den Healing Burst hoch. Okay. Auf geht's. Mhm.
Okay, er versucht jetzt hier natürlich sein Schiff zu reparieren. Oh, Moment mal, das ist natürlich nicht so gut, ne? Gut. Okay, wir haben unsere Jungs aber geheilt. Ja. Wenn der schießt, muss ich mich nochmal tarnen. Das mit dem Healing Burst ist okay, das geht. Ja, komm mal hin, kalt. Ja, sehr cool. Wir haben 45% Evade. Und wir kriegen nochmal 57 Scrap. Gut. Wow. Wow. Das war... Das hätte knapp werden können. Also es waren schon ziemlich krasse Waffensysteme, die er da hatte. Okay, weiter geht's. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen was an Zeug gekriegt. Sehr cool. Schauen wir uns hier nochmal um. Wie sieht's hier aus? Ja, und wir haben tatsächlich einen Felsenmenschen gekriegt. Geil. Den wollte ich gerne haben. Lars ist halt schon ein ziemlich übler Kämpfer. Ich lasse den aber jetzt mal in den Waffensystemen, weil der einfach den Healing Burst und die Breach Missile so schnell hochlädt. Das ist irgendwie ziemlich cool. Okay, suchen wir den Store auf. Wir holen uns ein bisschen Reparatur, denke ich. Ja, also, da gibt es nochmal einen Burst Laser Mark 1. Aber den haben wir ja schon verkauft. Also wir verkaufen erstmal die Heavy Iron, denn mit denen haben wir eigentlich nichts zu schaffen. Und den Firebeam brauchen wir auch nicht. Denn wir wollen die Systeme ja nicht mit Feuer zerstören. So. Wir holen uns den normalen Ionenblast vielleicht sogar gegen den Soltan-Schild, der vom Endboss nachher. Moment mal kurz, ich muss mal gerade hier close. Ich überlege gerade, wann wir, oder wenn wir gegen den, wenn wir gegen den Endboss kommen, wie wir das am besten machen. Wäre eine Anti-Schiffsdrohne gar nicht so verkehrt eigentlich. Wie viel? Wir sind in Sektor 6, das heißt, es kommt noch einer. Das heißt, es kommt noch einer. Warum habe ich vorhin nochmal den Burst Laser verkauft? Ich glaube, da ging es um das Drone System. Jetzt haben wir mal gerade. Habe ich noch 33 Kröten. Das ist ein bisschen wenig. Ionenblast und Burst Laser sind halt gut, um den Soltan-Schild im letzten Sektor runterzunehmen. Weil man dann weil man da wenig Aufladezeit hat. 11 und 8, das ist nicht lange. Oh, Ionenblast Mark 2, ja, da braucht aber 3 Power, das ist mir zu teuer. Okay, also, dann machen wir es so. Für den... Nee, das ist eigentlich scheiße. Das ist eigentlich scheiße, die Waffen da zu kaufen. Wir verkaufen erstmal die System Repair Drone. Die brauchen wir definitiv nicht mehr. Wir haben jetzt eine... Wir haben eine Crew, die ist groß genug. Ich hätte ja gerne noch Felicity. Dann haben wir noch einen mehr für eine Boarding Crew. Was ziemlich gut ist. Dann haben wir nämlich... Lars... Und Felicity. So, ich muss mal gerade... Ich muss mal gerade knobeln. Das wäre mir nicht so... Entschuldigt Leute, da muss ich mal gerade ein bisschen überlegen. Also wir werden ja noch einen Store treffen. Die Frage ist, ob wir noch eine Waffe kriegen, mit der wir den Endboss plätten können. Also nur mit Breach Missiles wird es ein bisschen anstrengend. Wir sollten auf jeden Fall noch ein paar Raketen kaufen.
Und wir sollten auf jeden Fall noch den Sprit kaufen. Und reparieren uns ein kleines bisschen. Irgendwie sowas. ...145, dann haben wir noch so 30 Kröten übrig. Was irgendwie für meine Begriffe zu wenig ist. Okay, machen wir es so, versuchen wir noch einen Mantis zu kriegen. Wir nehmen die Waffen und versuchen noch einen Mantis zu kriegen stattdessen. Ich glaube, das ist ein Deal. Okay. Ja. Nee, so machen wir das. Gut. Dann haben wir unser Schiffchen. Powerbars brauchen wir nicht. Also bräuchten wir schon, aber jetzt nicht so wahnsinnig dringend. Wir sparen auf die besseren Schilde. So, zwei Jumps können wir noch machen. Wir könnten sogar noch ein paar mehr machen. 1, 2, 3. Wir könnten es riskieren. Ich meine, wir haben ganz gute... wir haben ganz gute Schiffssysteme. Wisst ihr was? Wir probieren das mal. Ich bin bereit, das zu riskieren. Okay, Antipersonendrohne, gut. Wir klappern den noch so gut ab, wie es irgendwie geht. Wir warten ab und greifen den Mantis an, der überlebt, ist klar. So, wir holen uns eine Defense Drone auf jeden Fall. Hol den Cloak aus, Defense Drone, und machen wir den Healing Burst aus und holen wir mal eine Breach Missile. Okay, der greift uns an. Oh, er greift die Medbay an. Schön. Und kurz den Sauerstoff aus. Okay. Wir gehen mal ein bisschen mit den Schilden raus. Gut. Dann ist unsere Breach auch fertig. Wir schießen mal in seine Medbay. Das war nix. Aber wir haben noch genug Zeit. Wir versuchen das nochmal. Komm, der trifft aber. Ey, Alter, ist das übel. Okay, wir machen es anders. Wir machen es anders. Du wartest jetzt mal ganz kurz, bis die Breach halb aufgeladen ist. So, er wird ja jetzt hier oben im Cockpit versuchen, genau, erstmal so ein bisschen und dann sich hier unten heilen. Und so geht ja sein Evade runter. Und dann schießen wir jetzt mit der Breach drauf. Bitte. Diesmal aber. Immer noch nicht. Gut. Dann gehst du hier hin. Nee, wartet mal. Sein NG hat da ja momentan ein paar Lava. Ja, geh mal hier hin. So ist besser. Und die Breach geht hier rein. Er hat null Evade. Sie muss treffen. Ja. Und wir hatten 45% Evade und eine Defense Drone. Warte mal gerade. Nee. Du musst da raus. Du musst da raus. So. Und dann musst du da rein und du da rein. Oh, scheiße. Was? Wen habe ich verloren? Ich habe Lars verloren. Bei diesem bekackten Feuer. Ich habe gedacht, es bezog sich halt auf... Oh Gott, ist das eine Scheiße. Ja,
Ach, das ist doch herrlich, oder? So, du gehst raus, du gehst raus. Und du kämpfst wieder gegen den Mantis. Und du, nee. Ach Gott, das ist so furchtbar hier mit dieser Steuerung. Okay. Ja, sehr, sehr geil. Nicht zurückbeamen, nicht solange da kein Sauerstoff drin ist, weil dann sterben die alle. Ich hab nicht hingeguckt, ich hab echt nicht hingeguckt. Ist das eine Kacke, ey. Und die größte Kacke daran, es war halt unnötig wie Bauchweh. Wir haben genug Crewmember gehabt. Wir hatten eigentlich eine Defense Drone, die Rakete hätte überhaupt nicht treffen dürfen. Wir hatten einen Cloak. Total zerkackt. Total verkackt. Lars, es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, Lukas wieder in den Antrieb. Lukas wieder hierhin. Und ich kann mir wieder ein neues Crewmitglied suchen. Hervorragend. Nee, warte, geht mal hier rüber. Ich will, dass Justin der Erste ist, der rüber geht. Denn der muss auf jeden Fall gegen die anderen zuerst kämpfen. So, wir haben wieder Schilde, wir haben ein Distress-Signal. Cool. Was haben wir? FTL Recharge Booster. Schön. Dann lädt unser Antrieb jetzt schneller auf. Das ist cool. Das könnten wir gegen den Rebellenkampf, der uns noch bevorsteht, benutzen. Okay. Er hat keine Map, er hat 100.000 Bomben. Insofern gehen wir direkt mal mit unseren Jungs Medias in Res. Krasser Burst Laser, komm. Gut, geheilt, sehr schön. Ja, sein Burst Laser ist für uns ein Problem. Ich dachte immer, diese Bomben machen eigentlich keinen Hüllenschaden. Aber okay. Ich weiß nicht, ob da ein Feuer ist. Wird eine Breach-Bomb sein, vermute ich. Kannst du zumachen. Gut, okay. Ja, wir haben immer ein bisschen was einkassiert, aber okay. Transport aus, mit Bär an. Repariert ihr mal da oben, ihr seid ja meine Chefs. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir das hier insgesamt überleben sollen, aber es dürfte interessant werden. So, wir brauchen noch einen Antrieb mehr. Und wir brauchen nur das mehr. Oder wir machen es ein bisschen anders. Den Antrieb holen wir uns nach, wir holen uns zuerst die Schilde. Oder? Ich weiß nicht, ist der... Oder ist der Evade besser? Ne, wir haben ja momentan den Recharge-Booster. Es geht ja jetzt momentan darum, dass wir so bald wie möglich abhauen wollen. Ja, lass das mal noch raus. Mach mal gerade so. Jetzt pump mal die Schilde. Ich glaube, so können wir rumrennen, ja. Ja, das ist klar. Ja, doch, aber das... Ah, er versucht zu boarden. Das ist interessant. Er greift unser Drone Control System an. Was mir jetzt nicht so weh tut.
Ihr geht mal nicht mit, ey. So, schön getarnt. Und nächster Sektor. Rebel Control Sektor. Okay, da wird es nur einen Shop geben, denke ich. Ja, ja, wir sind vorsichtig. Aber schön viele Schiffe, mit denen wir kämpfen können. Ja, irgendwie... Das da unten sieht für mich nicht so sympathisch aus. Aber wir könnten uns trotzdem das mal angucken. Ja, Leute, ich mach mal hier Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Hoffentlich schaffen wir es durch den Sektor hier. Wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.